Also, Thema 1, at 1, dezentraler Wert. Und wir haben das besprochen, wenn wir über dieses, über diesen Bereich reden, muss man ganz klar sagen, dass hier eine Investition in Bitcoin wahrscheinlich, also das Paradebeispiel hier, oder? Wahrscheinlich so der Hauptpunkt hier ist. Und das ist auch, wenn man das jetzt einfach auf eine Timeline irgendwie setzt, ist auch so der älteste Use Case. Viele Leute vergessen oft immer, dass Bitcoin genauso DeFi ist und dass hier dieser dezentrale Wertspeicher oder dieser zensurresistente, also ich nenne es immer so dieses zensurresistente digitale Etwas oder Vermögenswert, dass das immer so dieser Anfang ist. Und ich meine, das ist mit Abstand das älteste, praktisch seit 2009. Von mir aus kannst du sagen, 31. Oktober 2008. Aber das ist wahrscheinlich so der Hauptbereich. Und jetzt ganz klar, wenn du das jetzt irgendwie, also wenn du da jetzt irgendwie an dem partizipieren willst, ich meine, da gehst du auf eine der absolut zahlreichen Exchanges da draußen. Du gehst einfach her und ja, nimmst deine Kreditkarte, nimmst eine Banküberweisung und kaufst. Und ich würde, wenn du einfach nur in diesen Use Case hier investieren willst, würde ich mit Bitcoin starten. Ich würde auch, wenn die ganzen anderen Use Cases kompliziert sind oder du dir ein bisschen schwer tust, gerade wenn du ein bisschen Neuling bist, würde ich wahrscheinlich einfach mal mit dem 1er starten und dort hängen bleiben. Du gehst her, wie gesagt, ich zeige dir das jetzt einfach mal anhand von meiner eigenen Firma, cakedefi.com, ich verlinke das auch gerne unten rein. Dort kannst du zum Beispiel einfach hergehen, dort registrierst du dich, du musst immer KYC machen, also musst dich immer registrieren. Wie gesagt, es gibt ganz, 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 ganz viele Plattformen da draußen. Ich bin CEO von cakedefi, also verzeih mir, ich werde natürlich meine eigene Firma hier promoten, aber ich sage dir auch das ganz klar, dass das meine eigene Firma ist. Und ansonsten such einfach deine eigene Firma, wenn du jetzt irgendwie hergehst und sagst, keine Ahnung, ich mache das aber über Binance oder ich mache das über Coinbase oder ich mache das über weiß was ich was, dann ist dir das natürlich alles komplett gegönnt. Du registrierst dich dort. Wir haben zurzeit hier zum Beispiel einen kleinen Sign-up-Bonus, wo du bis zu $30 Sign-up bekommst. Und dann kannst du zum Beispiel hierher klicken, sagst du Bitcoin kaufen, hast du unterschiedliche Anbieter, du kannst das Ganze kostenlos ohne Fee mit zum Beispiel Banküberweisung machen, kannst es mit Kreditkarte machen und dann kaufst du hier so zum Beispiel deine Bitcoins. Also eigentlich super straightforward. Wie gesagt, das kannst du eigentlich super, super simpel überall für dich so ein bisschen machen. Vielleicht ein paar Punkte, die man dazu sagen sollte. Erwarte dir nicht, dass Bitcoin der best-performance Coin unter allen Coins ist. Ganz im Gegenteil, Bitcoin ist wahrscheinlich das sicherste Krypto-Investment, weil es einfach das größte ist und einfach das, was am längsten existiert. Aber du wirst, wenn du Bitcoin mit vielen der anderen großen Kryptowährungen vergleichst, wirst du stetig andere Kryptowährungen haben, die Bitcoin deutlich outperformen. Über das letzte Jahr, über die letzten 2 Jahre, über die letzten 4 Jahre, über die letzten 5 Jahre. Der Punkt ist, das ist ähnlich, wie das auch zum Beispiel bei Aktien ist. Ich vergleiche auch Bitcoin immer so mit dem Index. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einen riesengroßen Index investierst, zum Beispiel S&P 500 oder den MSCI World, dann erwartest du nicht, dass dieser Index irgendwie die Einzelaktien outperformt. Aber du erwartest dir, dass du das geringste Risiko hast, eine schöne Diversifikation hast und dass du zumindest am ersten nicht verlierst. Und das ist gerade oft so für Neuling. Also wenn du jetzt irgendwie Krypto-Neuling bist, würde ich dir genau diese Richtung so ein bisschen empfehlen. Und dann würde ich, bevor du in die anderen Schritte reingehst, würde ich wahrscheinlich einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Und das vergessen oft die Leute immer so ein bisschen, wenn ich halt oft über andere Coins spreche, dann vergessen die Leute oft, dass selbst ich Bitcoin als signifikante Position in meinem Portfolio habe. Weil es einfach für mich, auch wenn es nur ein einziger Coin ist, für mich sehr gut den großen Markt irgendwie darstellt. Bitcoin hat, glaube ich, ungefähr 45% von der gesamten Marktkapitalisierung, was Kryptowährungen angeht. Also es ist ein absolut signifikanter Coin und der stellt den Markt schon relativ gut dar. Also gerade, dass du es vielleicht für dich so ein bisschen einschätzen kannst, falls du ein bisschen neu bist, also dass das für dich einfach klar ist. Ansonsten wirst du mit Bitcoin jetzt hier in dem Zusammenhang einfach nicht wirklich viel machen. Der Coin ist super simpel, hat einen ganz klaren Use Case, ein zensurresistenter digitales Etwas zu sein und genau, und auch vielleicht ein wichtiger Punkt, da habe ich viele Videos über das Ganze gemacht, sind natürlich immer viele Leute, die es immer ein bisschen schwer finden, das auch zu verstehen. Irgendwann wird Bitcoin an dieses digitale Gold so ein bisschen rankommen und dann wird wahrscheinlich Bitcoin vom immer mehr diese sogenannten Diminishing Returns haben, also es wird immer weniger Rendite für Bitcoin geben, weil einfach der Use Case so einfach und klar ist und einfach schon so lange aufgebaut wurde, ist ja ganz normal. Und viele andere Coins einfach noch starten sehr klein, du hast deutlich mehr Risiko bei denen, aber du hast natürlich dann wieder deutlich mehr Upside. Also das vielleicht zu dieser allererste Use Case,
mit dem wir ja so ein bisschen abstarten und vielleicht mit dem so ein bisschen starten. Wie gesagt, ich würde, ganz wichtig, wenn du Neuling bist und dich mit den ganzen Themen nicht so auskennst, würde ich einfach mal mit Bitcoin starten und ich würde bei Bitcoin einfach mal bleiben und erst wenn du dich irgendwie ein bisschen wohler fühlst oder vielleicht dich ein bisschen besser mit Dingen auskennst, dann würde ich vielleicht mich trauen, irgendwie erst in die nächsten Schritte hineinzugehen. Gut, und damit lassen wir das einfach bei dem ersten Teil. Ich glaube, ich habe genug Videos zu dem gemacht, einfach bei mir sonst googeln. Braucht man sonst nicht wirklich jetzt viel da irgendwie dazu sagen. Auch nicht, wie solltest du die speichern und so weiter. Das lassen wir jetzt alles mal. Das kannst du alles im Laufe der Zeit lernen. Wenn du auf einer soliden, großen Plattform bist, dann kannst du am Anfang die Bitcoins gerne dort oben lassen. Vielleicht ein paar wichtige Punkte. Du brauchst nicht natürlich ganze Bitcoins kaufen. Du kannst Teile davon kaufen, die heißen Satoshis. Und wenn du irgendwie so die Frage hast, wann soll ich die kaufen, dann würde ich dir empfehlen, dass du so ein Konzept von einem Dollar-Cost-Averaging machst, dass du einfach zum Beispiel hergehst und sagst, hey, weißt du was, ich kaufe irgendwie jedes Monat für 50 Euro, jedes Monat für 100 Euro kaufe ich zum Beispiel einfach ein bisschen Bitcoins und staple die sozusagen, also diese Satoshis staple ich übereinander. Das nennt man in der Fachsprache immer so diese Stacking Sets, also dass man Satoshis aufeinander stapelt.